Reverse Speech ist ein Kommunikationsphänomen, was immer stattfindet, wenn wir miteinander reden. Es hat sich herausgestellt, dass die Schallwellen unserer Sprache Botschaften enthalten, die wir beim Rückwärtsabspielen von Tonaufzeichnungen abhören können. Diese Botschaften geben uns Informationen über unsere Gedankengänge zu dem Zeitpunkt, in dem wir reden, und gehen auch auf tiefere Ebenen des Unbewussten, in denen sie Verhaltensmuster sowie auch Glaubenssätze und dergleichen beschreiben. Diese Botschaften aus dem unbewussten Verstand, wenn wir miteinander reden und nicht nur, wenn wir Aufnahmen machen, werden von dem Gegenüber automatisch aufgenommen, verstanden, verarbeitet, und das Gegenüber liefert dann zu seinem Gegenüber auch wieder Antworten oder andere Dialoge, die mit dem Gespräch zusammenhängen. Für heute wollte ich nur mal zeigen die Geschichte mit Michael Jacksons Vater. Es hieß ja oftmals, der Vater war wohl sehr brutal mit den Jackson 5, vor allen Dingen Michael Jackson, und wir können das hier sehr gut hören. Hier fragt Martin Bashir, der Interviewer, Michael Jackson, mit welchen Gegenständen sein Vater ihn noch verprügelt hat, ist die Frage. Und Michael Jackson hat eine ziemlich starke emotionale Reaktion darauf und fragt, warum tust du mir das an? Warum fragst du mich solche Sachen? Warum tust du mir das an? Er bringt diesen Schmerz hoch. Man hört auch hier dieses Unverarbeitete und Ungeheilte von damals. Das Reverse sagt, he used to beat me up. Er hat mich immer zusammengeschlagen. Hören wir es mal. What else would he used to hit you with? Why do you do this to me? Why do you do this to me? He used to beat me up. He used to beat me up. He used to beat me up. Man hört sehr gut den Schmerz. Man hört sehr gut, das war so, das Unbewusste bestätigt es, sagt es an sich, obwohl er es ja gar nicht im Vorwärtigen sagt. Er sagt, warum tust du mir das an? Aber das Unbewusste antwortet auf die Frage vom Interviewer. Womit hat er dich geschlagen? Er hat mich immer zusammengeschlagen. Ja? Ich habe noch eins von Michael Jackson, ich habe etliches von Michael Jackson, aber ich wollte dieses noch spielen. Hier geht es auch um sein Aussehen. Michael Jackson ist von seinem Vater sehr gehänselt worden durch Pickel, die er hatte, durch die Breite seiner Nase zum Beispiel. Und er sagt es hier. Und Michael Jackson erzählt hier, dass sein Vater sagte, dieses Aussehen hast du nicht von mir, das hast du von deiner Mutter. Ja, sagt er hier. Und Michael beschreibt das. Und das Reversal, ja, man fühlt es. Hello, Mommy, here, soul. Es ist wie ein Schrei von der Seele. He would tease me about how I looked, and he would say, well, you didn't get it from my side of the family. It must have been on Kate, you know, Kate, he would always say, meaning my mother. He would always say, meaning my mother. Hello, Mommy, yes, you are. Hello, Mommy, yes, you are. Hello, Mommy. Yes, you are. Hello, Mommy. Yes, you are. Yes, you are. Ja, hello, Mommy. Here, soul. Man hört's auch in der Stimme schon. Ich habe das gesamte Interview abgehört. Ich habe ungefähr 80 Reversals gefunden. Es ging im Großteil des Interviews um die Beschuldigungen bezüglich Kinder auf Neverland Ranch. Und die Reversals zeigen, dass die Beschuldigungen nicht berechtigt sind. Die Reversals zeigen ganz klar, dass Michael unschuldig in dieser Sache ist. Ich habe nicht ein Reversal gefunden, das irgendeinen einzigen Hinweis darauf gab, dass irgendetwas stattgefunden hat, was nicht hätte stattfinden können. Als nächstes Beispiel schauen wir uns die Apollo-Mondlandungen an. The solution for the first sequence of rendezvous maneuvers was extremely close and agreed very closely with the value that the ground had given us. Rendezvous Edwin Aldrin, in a movie now, sagt das Reversal, in einem Film nun. Das ausschlaggebende Reversal für mich ist das folgende. Das war Neil Armstrong und er erzählt, er steht auf der untersten Sprosse der Leiter, der Sand sieht
körnig aus, fast schon wie ein Puder, sagt er. Und in diesem Teil hörte ich den erstaunlichen Satz: Joke engineered now. Scherz nun hergestellt. Hören wir es mal. I'm at the foot of the ladder. The lamb footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Fine-grained as you get close to it. Joke engineered now. Joke engineered now. Joke engineered now. Joke engineered now. Es ist doch ein erstaunlicher Satz, so einen Satz zu sagen, wenn man auf einem anderen Himmelskörper steht. Für mich war das ausschlaggebende Reversal überhaupt, denn ich habe 3 Monate diese Forschung gemacht. Ich habe etliches Material abgehört. Ich habe insgesamt bis jetzt 125 Reversals dokumentiert. Und in 125 Reversals habe ich nicht eine einzige Aussage, die sagt, ich war auf dem Mond.